Hast du schon mal etwas geschehen lassen? Etwas, das du nicht erklären konntest? Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin ein was? Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. In wenigen Augenblicken geht ihr durch diese Tür und lernt eure Mitschüler kennen. Behalte die Treppen im Auge. Die verändern sich gern. Guten Tag, Kinder. Willkommen zu eurer ersten Flugstunde. Haltet die rechte Hand über den Besen und sagt Ho! 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 Wow! Mr. Longbottom, würden Sie mir mal verraten, wo Sie hinwollen? Hast du wirklich die Narbe auf der Stirn? Wahnsinn! Mr. Potter, unsere neue Berühmtheit. Die Erstklässler sollten beachten, dass der dunkle Wald streng verboten ist. Und dass in den Pausen auf den Gängen nicht gezaubert werden darf. Petrificus Totalus. Das Betreten des Korridors im dritten Stock ist allen verboten, die nicht einen äußerst schmerzhaften Tod sterben wollen. Du musst eines wissen, das ist nämlich sehr wichtig. Nicht alle Zauberer sind gut. Ich gehe ins Bett, sonst kommt ihr noch auf andere schlaue Ideen, durch die wir ums Leben kommen. Oder schlimmer noch, rausfliegen. Sie sollte ganz, ganz dringend ihre Prioritäten klären. Eines ist ganz klar. Wir haben Großes von Ihnen zu erwarten. Harry Potter! Was für eine unglaubliche Ehre! Wer sind Sie denn? Dobby, der Hauself. Harry Potter darf dieses Jahr nicht nach Hogwarts zurückkehren. Wir sind bestimmt nicht dran. Warte. Wenn Harry Potter in die Schule zurückgeht, ist er in großer Gefahr. Ich rieche Blut, Zeit zu töten. Hogwarts ist kein sicherer Ort mehr. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Gibt es die Kammer des Schreckens wirklich? Ja, McGonagall macht sich Sorgen, wie alle Lehrer. In der Kammer ist angeblich ein Monster zu Hause. Ihr drei solltet verdammt gut auf euch aufpassen. Weißt du etwas über die Kammer des Schreckens? Angst, Potter, träum weiter. Was ist wohl stärker, die Macht Slytherins oder die des berühmten Harry Potter? Ist jetzt Panik angesagt? Willkommen, willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Sirius Black ist aus dem Gefängnis von Azkaban entkommen. Versprich mir, dass du nicht nach ihm suchen wirst. Warum sollte ich jemanden suchen, der mich umbringen will? Thank you.
Ich spür's. Dieses Jahr wird Hogwarts zum Schauplatz für eine legendäre Veranstaltung. Das Trimagische Turnier. Das Turnier führt drei Schulen zusammen. Ich stehe drauf, wenn Sie das machen. Für eine Reihe magischer Wettkämpfe. Ich wollte wissen, ob du mich vielleicht auf den Ball begleiten willst. Junge Liebe! Mr. Weasley, legen Sie Ihre rechte Hand auf meine Hüfte. Wohin? Von jeder Schule wird ein Schüler ausgewählt, um drei lebensgefährliche Aufgaben zu lösen. Nur einer wird in die Geschichte eingehen. Nur einer gewinnt ewigen Ruhm. In diesem Turnier kommen Menschen ums Leben. All das habe ich mir nicht gewünscht. Ich will keinen ewigen Ruhm. Ich habe Angst um dich. Ich kann das nicht. Du hast keine Wahl. Du bist der Junge, der überlebt hat. In diesem Jahr... Du bist in Gefahr, Harry. ...wird seine größte Prüfung... In einem Turnier zu kämpfen ist nicht mehr genug. Was heißt das? ...zur dunkelsten Stunde. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Der dunkle Lord wird wieder aufsteigen. Harry! Harry Potter und der Feuerkelch. Draußen verändert sich was. Ein Sturm zieht auf, Harry. So wie letztes Mal. Das Ministerium für Zauberei möchte etwas bekannt geben. Dolores Umbridge wird sich als Großinquisitorin mit dem sinkenden Niveau an der Hogwarts-Schule befassen. Es steht um Hogwarts. Noch viel schlimmer als von mir befürchtet. Schluss! Willst du einen? Man hat euch erzählt, dass ein gewisser dunkler Zauberer wieder sein Unwesen treibt. Harry! Das ist eine Lüge. Ich habe ihn gesehen, es ist wahr. Herr Minister, die Anzeichen für die Rückkehr des dunklen Lords sind unbestreitbar. Er ist nicht zurückgekehrt. Dolores Umbridge hat Albus Dumbledore als Direktor von Hogwarts abgelöst. Mann, oh Mann. Der dunkle Lord kommt näher. Er will seine Armee wieder aufstellen. Wenn Voldemort eine Armee aufstellt, dann muss ich eben kämpfen. Jetzt ist dein Augenblick gekommen. Dieses Jahr... Bilden wir so eine Art Zaubererarmee? Wenn die das können, können wir es auch. Wird sich eine Schreckensherrschaft erheben. Ich werde für Ordnung sorgen. Und eine Rebellion. Da handelt sich das Ministerium einen echten Aufstand ein. Wird beginnen. Irgendwie aufregend, nicht, dass wir die Regeln brechen. Wer bist du und was hast du mit Hermine angestellt? Von Warner Brothers Pictures. Kämpf nicht gegen ihn, du kannst nicht gewinnen. Los, sieh mich an! Du verlierst. Alles. Ergreif sie! Expelliarmus! Harry Potter und der Orden des Phönix. Auf diesem Ort liegt ein Zauber. Sehr dunkel. Sehr mächtig. Dieses Mal kann ich nicht darauf hoffen, ihn allein zu zerstören. Zeiten wie diese, dunkle Zeiten, können Menschen zusammenführen. Nimm meine Hand. Und sie können sie auseinanderreißen. Diese Mädchen, die schaffen mich, Harry. Dieses Jahr. Voldemort hat Draco Malfoy für eine Mission auserwählt. Kommt das Böse aus ihrer Welt.
Schicksal. Wir leben in verrückten Zeiten. Und eine dunkle Stunde, unvorstellbar, schlägt uns allen. Ich habe in meinem Leben wahrhaft grauenvolle Dinge gesehen. Was du sehen wirst, ist schlimmer. Du bist der Auserwählte, Harry. Dir muss klar sein, wer du bist. Ohne dich überlassen wir das Schicksal unserer Welt dem Zufall. Du hast keine Wahl. Harry, nein! Du darfst nicht scheitern. Es ist vorbei. Von Warner Brothers Pictures. Taktis! Tempos! Ich muss das machen. Los, wehren Sie sich, die Feigling! Wehren Sie sich! Dies sind dunkle Zeiten. Es lässt sich nicht leugnen. Harry, sag mir, wo er ist. Unsere Welt war nie einer größeren Bedrohung ausgesetzt als heute. Aber Sie können diesen Krieg nicht allein führen, Mr. Potter. Er ist zu stark. Wir haben das Ministerium unter Kontrolle. Sie haben nichts zu befürchten, wenn Sie nichts zu verbergen haben. Je länger wir hier bleiben, desto stärker wird er. Niemand außer mir tötet Harry Potter. Wir brauchen ein sicheres Versteck. Tauchen wir unter, bevor dich jemand umbringt. Jetzt weiß keiner mehr, welcher Harry der echte ist. Sie kommen. Sie kommen. Harry! Lauf! Festhalten, Harry! Es wird keiner mehr sterben. Nicht wegen mir. Wir müssen was unternehmen. Ich weiß, wie es dir dabei geht. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Weil deine Eltern tot sind. Du hast keine Familie. Hört auf! Er ist hinter Ihnen her, Mr. Potter. Sag mir, wo er ist. Sie haben nicht die geringste Chance. Ich habe ihn! Helft mir! Ich habe dein Herz gesehen. Und es gehört mir. Gekämpft. Komm zu mir heute Nacht und stell dich deinem Schicksal. Wir haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Du musst ihn zu mir bringen. Finde raus, wo er ist. Wenn wir ihn finden, können wir ihn aufhalten. Am besten wir springen, jetzt! Ist in Gefahr. Besetzt sämtliche Zugänge, beschützt uns. Ich muss zurückkehren, oder Sir? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Der Junge, der überlebt hat. Komm her und stirb. Erzählen Sie ihm, was in jener Nacht passiert ist. Wie Sie diesem Mann in die Augen sahen. Ihm, der ihnen vertraut hat und ihn getötet haben. Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt. Seid immer in meiner Nähe. Wo du auch hingehst. Bis zum Ende. Nein!
beenden wir so, wie wir es angefangen haben. Zusammen! Nur ich kann ewig leben.